Wie geht es euch? Neben den Eiern der Pflanzenfresser, auch Sauropoden genannt, und dem Aukasaurus-Skelett haben wir an der Aukamauevo-Ausgrabungsstätte Überreste eines großen fleischfressenden Dinosauriers gefunden. Das ist ein Teil des Steißbeins, das zu einem sehr großen Theropoden, also einem Fleischfresser, gehörte. Ganz ähnlich wie dieses Exemplar hinter mir, ein Giganotosaurus. Aus diesem Grund zeigen wir in der Dinosaurier-Show von Gondwana das Prähistorium den Angriff eines Giganotosaurus auf einen Aukasaurus. Die Wiederbelebung der Szene basiert auf Funden zahlreicher Knochenteile sowie kleinster Fragmente, die uns zur Identifizierung dieser wirklich großen Theropoden führte, die ebenfalls in diesem Ökosystem lebten. Durch die Entdeckung des Giganotosaurus, der vermutlich Jagd auf Aukasaurus machte, und dieser wiederum Sauropodeneier auf seinem Speiseplan hatte, konnten wir eine interessante Nahrungskette schlussfolgern, die nur in der Landschaft von Aukamauevo in Argentinien so gut erhalten wurde.